توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأن Bitte schön. Wir als Muslime sind doch sozusagen dazu verpflichtet, Dawah zu machen. Der Bruder sagt, wie ist das? Jeder muss ja Dawah machen. Wir relativieren erstmal diese Aussage. Das ist sowieso ein Meinungsunterschied unter den Gelehrten. Manche Gelehrte sind der Ansicht, das ist Fard Kifaya. Das heißt, wenn ein Teil der Muslime das macht, ist ein anderer Teil davon befreit. Und manche haben gesagt, jeder muss Dawah machen nach seinen Möglichkeiten. Was heißt nach seinen Möglichkeiten? Nach seinen Möglichkeiten das, was er auch kann. Zum Beispiel, eine Person hat nicht viel Wissen. Was kann er aber machen, zum Beispiel an Dawah, wenn er nicht viel Wissen hat? Koran verteilen. Er kann Bücher verteilen, richtig? Spenden. Okay, aber wir meinen jetzt Dawah in dem Sinne, dass er die Menschen dazu aufruft. Mit gutem Benehmen vorangehen, ja. Unterrichte von Schujuch teilen. Unterrichte von Schujuch teilen, das kann man machen. Dazu braucht man kein Gelehrter zu sein. So, und die Gelehrten haben die Dawah unterteilt. Es gibt Ad-Dawah al-Ilmiyah, das heißt die Dawah, die Wissen benötigt. Keiner kann sich hinsetzen und einfach ein Buch erklären. Weil er kann nicht mal eins lesen. Oder hat vielleicht sogar noch nie ein Buch gelesen. So, aber jetzt eine Person, der sagt, ich kann keine Bücher erklären und ich habe dieses nötige Wissen nicht, der kann natürlich ein Buch verteilen, er kann zum Unterricht einladen und so weiter und so fort, weil das ist nach seinen Möglichkeiten. Aber dass jemand jetzt Bücher verteilt, zum Beispiel am Infostand und keine Ahnung von der Religion hat und er diskutiert mit jedem und alles, die Fitna haben wir heute, das geht nicht. Das ist Anti-Dawah, sagen wir, um es bei dem jugendlichen Begriff zu belassen. Anti-Dawah, das heißt, das ist gegen die Dawah. Er wird Schaden, was verursachen. Warum? Weil er keine Ahnung hat. Und er wird falsche Auskünfte über den Islam geben. Sogar, vielleicht sogar Katastrophen. Und deswegen ist das nicht erlaubt. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.